Alright, Leute, euer Commander Fresh Cupper schaut sich hier gerade mal die Weltkugel an. Wäre ganz schön, wenn es ein bisschen einfacher wäre, hier lang zu scrollen, aber da ist die Kamera so krass empfindlich. Egal, was steht denn bevor? Wir haben es hier rechts, 2 Tage bis zum nächsten Satelliten. Anfrage von Asien, die wollten Satelliten haben. Wir trennen uns nicht von unserer wertvollsten Technik. Und dann kommt in 7 Tagen der Ratsbericht. Ehrlich gesagt hoffe ich ja noch. Ich klicke mal sofort drauf, dass wir noch eine Mission kriegen, um die Länder, in denen die Panik extrem hoch steht, ein bisschen beruhigen zu können. Erstmal ein Forschungsprojekt. Oh ja, unser Schweber. Na mal reingeguckt. Wir können ab jetzt eine Verteidigungsmatrix für unsere Abfangjäger herstellen. Sehr schön. Forschungsbericht, Codename Scharlachumhang. So furchterregend und bösartig diese Spezies auch auf dem Schlachtfeld ist, so schwer ist es doch auch, kein Mitleid mit ihr zu empfinden, wenn sie auf dem Seziertisch liegt. Das Testobjekt weist weitreichende biomedizinische Modifikationen auf, die zwar faszinierend sind, aber den Anschein eines grausamen, halbvollendeten Experiments erwecken. Die meisten inneren Organe wurden durch ein mechanisches Lebenserhaltungssystem ersetzt, das ihre ursprüngliche Funktion nachahmt. Okay, auf den Torso wurde ein ziemlich konventionelles Antriebssystem verpflanzt. Allerdings sind die Energiezellen, die für den nötigen Schub sorgen, für unsere Verhältnisse extrem fortgeschritten. Ich habe eine Reihe von Gehirnimplantaten entfernt, die es offenbar befähigen, Beschuss besser auszuweichen. Das Team der Technikabteilung hat bereits mehrere Vorschläge für eine mögliche Verwendung der Technologie eingereicht. Weitere Details über die Kampffähigkeiten und dann kommt der Standardspruch am Schluss. Das ist unser neuer Gegenstand. So langsam könnte man überlegen. Wir haben jetzt noch den dünnen Mann, diese Schlangenmenschen und die Chrysaliden, diese Insektenviecher, die bei Terrormissionen auf einen zugerannt kommen. Zum Autopsie. Zur Autopsie. Skelettanzug. Noch nicht Strahlenwaffen. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, das sind die Laserwaffen. Ja, wir müssen so langsam anfangen, Aliens Leben zu fangen, und ich glaube, das ist das nächste, was ich mache. Also, Pulsbogen, 6 Tage Forschung und los, gib mir noch eine Mission. Hier kommt noch ein Satellit. Also, kurz bevor uns hier ein Land abspringt, Mexiko, das ist genau das, was wir machen. Wir schicken über Mexiko einen Satelliten hoch, damit wir Nordamerika komplett abdecken. Come on, Satellit starten. Genau. Luft- und Weltraum. Ab jetzt kostet Flugzeuge und Bewaffnung 50% weniger. Sehr gut, dadurch können wir uns ordentlich was sparen. Ich hoffe, dass wir nächsten Monat nicht Deutschland und Großbritannien verlieren. Oh, bis dahin brauchen wir weitere Satellitenkontrollzentren. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück, aber ganz ehrlich, ich erwarte es nicht. Wie sieht's denn aus mit unserem Kontrollzentrum? In 13 Tagen ist es fertig. Der nächste Satellit kommt in 12 Tagen. Ich schau mal, ob ich es mir leisten kann. Noch einen Satelliten? Nee, da brauchen wir 62. 62. Naja, wir kriegen ja gleich Kohle. Dann können wir es auch so machen. Zack. Anfrage von Mexiko. Waffenfragmente. Sie wollen 9 Waffenfragmente haben. Wir haben 78. Mache ich direkt. Die Bezahlung ist zwar nicht riesig, aber wir werden so viele Waffenfragmente sammeln, das können wir uns ruhig leisten. Und mit der Kohle mache ich es doch mal einfach direkt, was wir gerade schon vorhatten. Ja, hier rein. Genau zum Satellit. Wir stellen einen Satelliten her. Und für unseren nächsten Abfangjäger wäre zu überlegen, 37 ist ganz schön teuer für eine Verteidigungsmatrix. Ich baue mal eine einzelne Zielhilfe für unseren nächsten Luftkampf und dabei belasse ich's. Wie sieht es aus mit Werkstätten eigentlich? Mal ganz kurz in die Einrichtungen schauen. Eine weitere Werkstatt. Wir brauchen auf jeden Fall, fast hätte ich es vergessen, einen Alien-Sicherheitstrakt 85. Ich werde jetzt nichts verkaufen, aber das ist das Erste, was wir bauen, sobald der nächste Monat anbricht. Oh, und da kommt der Ratsbericht.
Oh, drück die Daumen. Wir sind vom bisherigen Wow. des Experimentes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Danke, danke. So etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Wertung A. Höchste Wertung. Gibt es sogar noch A+, bin ich mir nicht sicher. Aber Großbritannien und Deutschland sind noch da. Sie daran. Wir behalten sie im Auge. Wow. Okay, mit der neuen Kohle. Wir haben 782, das ist extrem viel. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Über jede Hilfe froh, na, das will ich auch hoffen. Mit dem Geld fangen wir sofort an, weiter zu bauen. Eigentlich baue ich meine Werkstätten immer in einem 3x3 Block, aber ich brauche hier... Naja, ich könnte auch da drüben noch schnell was ausheben. Mache ich das vielleicht oder setze ich hier meine Kraftwerke hin? Ja, eigentlich will ich die Kraftwerke hier hinsetzen. Ich baue hier auf der Seite auf jeden Fall mal einen Alien-Sicherheitstrakt. Mal schauen, wie lange der braucht. 7 Tage. Dann können wir unsere Aliens lebend fangen. Und wir brauchen eine weitere Werkstatt, die genau hier sitzen wird. Genau, bau sie. Sehr gut. Gefällt, Commander, gefällt, gefällt. Jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle, eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Und den Tipp finde ich ganz ehrlich gesagt falsch. So, einer von euch hat gefragt, zeigt doch mal ganz kurz, was hier bei Soldatenanmustern passiert. Im Grunde ziemlich wenig, aber das können wir jetzt so langsam mal angehen. Das ist der einzige Bildschirm, den es da gibt. Meine Kapazität der Kaserne geht bis 99 hoch, gerade habe ich 13 Soldaten. Ich leg's nicht drauf an, diese Zahl sinken zu lassen. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ob ich den Schwierigkeitsgrad hoch oder hochdrehe oder so lasse. Jetzt muster ich erstmal 2 weitere Soldaten an, weil es auch immer ein bisschen dauert. Wir schauen in der Offiziersschule vorbei. Mit so viel Kohle kann man ja echt überlegen. Man lernt schnell. 25% mehr Erfahrung ist eine Sache. Bitte. Ja, so früh wie möglich, damit unsere Leute schnell lernen. Wow, ich bin echt überrascht, dass das noch so gut aussieht. Und da ist unser Pulsbogen. Dann gucken wir doch mal. Wir können den Pulsbogen ab jetzt herstellen. Codename Funke. Wir haben unsere Forschung am Pulsbogen-Prototypen beendet und glauben, dass dieses Gerät jetzt bereit ist. Die Technikabteilung kann mit der Produktion beginnen. Die Forschungsweise basiert auf der Unterbrechung neurologischer Prozesse. Die Waffe sendet einen gebündelten elektromagnetischen Impuls aus, der Ziele in einem gewissen Umkreis verwirrt und lähmt. Da dies unser erster Versuch auf dem Gebiet der nicht tödlichen Waffe mit Alien-Technologie ist, muss man im Einsatz mit Sicherheit mit unerwarteten Ergebnissen rechnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Aliens der betäubenden Wirkung widerstehen können. In diesem Fall dürfte es helfen, den Gegner zuvor zu schwächen. Heißt, wir müssen erstmal ein bisschen draufballern und wenn die Viecher sowieso gerade nur noch stehen, dann haut sie der Schock hoffentlich um. Der Pulsbogen ist auch durch unsere derzeitige Technik der Energiespeicherung begrenzt. Mehr als 2 Schuss lassen sich nicht herausholen. Sollten im Gefecht Gefangene gemacht werden, müssen diese in einem Alien-Sicherheitstrakt verwahrt werden. Ich empfehle deshalb dringend, ein solches Gebäude zu bauen, bevor wir versuchen, lebende Aliens zu fangen. Und ja, da habt ihr wohl recht. Was machen wir in der Zeit als nächstes? Was braucht denn... Ja, die Autopsien gehen extrem schnell und bringen uns kleine Perks. Wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Gucken wir uns mal den Schlangenmenschen an. Die Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Gut. Die Viecher sahen in dem Klassiker aus den 90ern halt noch echt aus wie Schlangen. Deswegen sage ich auch, glaube ich, immer Schlangenmenschen. Los, gib mir mal eine Mission. Ihr Zuschauer wollt doch mal was sehen. Und was tun wir? Wir forschen und wälzen Tabellen. Next one. Dünnermann Autopsie. Codename Vibros. Das äußere Erscheinungsbild des Versuchobjekts entspricht dem eines Menschenmannes. Weiße Hautfarbe, Alter würde ich auf rund 35 schätzen, obwohl es sich dabei wahrscheinlich um einen bewusst gewählten künstlichen Effekt handelt. Größe etwa 2 Meter,
Gewicht liegt knapp über 80 Kilo. Erst beim Sezieren offenbart sich die ungewöhnliche, außerirdische Organ- und Knochenstruktur. Die Knochen sind segmentiert, etwa wie die Wirbel einer Schlange. Dadurch dürfte das Wesen im Kampf außerordentlich beweglich sein. Ein betrachteter Teil des Brustraums wird von großen Giftdrüsen eingenommen, die erhebliche Mengen an Gift produzieren und über Drüsenkanäle mit erheblicher Wucht ausstoßen können. Eine genauere Analyse dieses Gifts führt zu der Theorie, dass man damit ein kräftiges Desinfektionsmittel herstellen könnte, um die Wunden von Soldaten auf dem Schlachtfeld zu behandeln. Dr. Shen arbeitet in einer Möglichkeit, wie man diese Substanz in unsere derzeitigen Medikits integrieren könnte. Wenn sie im Gefecht, genau, da haben wir schon wieder den Analyseschirm, so langsam sind wir durch mit unseren schönen Autopsien. Was passiert bei den Chrysaliden, brauchen wir jetzt direkt noch nicht. Gehen wir doch mal das nächste an, den Alien Nav Computer. Ich hielt die Wissenschaft immer für einen Weg, das Leben zu verbessern, die ewigen Fragen der Menschheit zu beantworten. Die Aliens jedoch... Es scheint klar zu sein, dass die Wissenschaft für sie nur ein Mittel ist, um Lebensformen zu benutzen und auszulöschen, wie es ihrem Ziel entspricht. Was immer das sein mag. So sieht's bis jetzt aus. Aber ich würde mich ja freuen, wenn sie mal versuchen würden, hier irgendwo was auszulöschen. Aber es passiert ja nichts. Wir bauen so vor uns hin. Hier unten werde ich direkt ausheben. Sicherheitstrakt ist in 2 Tagen fertig. Na, wenn wir die 2 Tage noch haben, können wir gleich mal unsere Pulswerfer. Au, oh, und da haben wir unsere Entführung. Kommandant, nun gut. Ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Au, oh, Berlin, Deutschland. Sehr schwer, wir kriegen einen Unterstützer dazu. Wir haben bis jetzt nur einen. Finrak, ich schaue dich an. Freust dich bestimmt, dass du andauernd dabei bist, aber wir müssen mal jemand anders mitnehmen und dafür brauchen wir mehr Unterstützer. Panik ist hoch, sehr schwieriger Einsatz. Wir kriegen einen Unterstützer. Ja, bitte. Deswegen, was machen wir als erstes? Dann gucken wir doch mal, wen wir mitnehmen. Also, wer bleibt da? Finrak. Endgamer. Was brauchen wir da? Eine Entführung. Ein kurzer Blick. Wir brauchen Stürmer. Server, du brauchst auf jeden Fall noch eine Beförderung, bevor du richtig einsetzbar bist. Du kommst mit. Ignis, dich lasse ich dieses Mal hier. Du brauchst auf jeden Fall keine Panzerrüstung. Die Nanofaserweste lege ich auch mal hier hin. Ach so, Leute, ich würde euch gerne Helme geben, wenn ich könnte, aber das gehört zum DLC und ganz ehrlich, der DLC für 7 Euro ist echt nicht viel, aber es gibt auch nichts Besonderes in diesem DLC, außer ein bisschen Farbe, ein paar Helme, deswegen sage ich mir, nö, nicht wirklich, ist es mir echt nicht wert. Falls der in einem anderen Block irgendwie noch mit reinkommt, bin ich gerne bereit, Geld auszugeben, aber dafür will ich echt ein bisschen mehr als ein paar geskriptete Levels. Gut, wir nehmen ihn hier mit, einen neuen Rekruten, und schauen mal, was aus ihm wird, ob er den Einsatz überlebt. Rekrut Haidar. Lumatinos als Scharfschütze. Was werden wir brauchen? Endgamer, du bleibst die Runde auch mal da. Zack, Scope wird hier hingepackt. Wen nehmen wir stattdessen mit? Ich bin ja versucht, 2 Scharfschützen mitzunehmen. Ja, Mungerus, ich nehme dich mit. Du brauchst auch noch ein bisschen mehr Erfahrung. Jetzt, wo wir den Scope oder Nanofaserweste, ganz ehrlich, noch Scope. Jetzt hätten wir Finrak, Server, Lumatinus, Mungeros und einen frischen Rekruten. Ich glaube, das ist mein Setup, mit dem ich gehen will. Ganz kurz die Objekte durchgecheckt. Ja, passt alles. Damit kriegen wir sie. Also, Einsatz starten. Und ihr seht es unten an der Zeitleiste. Heute ist so viel vor der Mission passiert. Natürlich gibt es heute eine lange Folge. Transporter ist eingetroffen.
Beginne den Kampf. Na dann, will ich doch mal sehen, wie schwer es wirklich wird. Nahe der deutschen Grenze. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Yo, Berlin City. Gucken wir doch mal. Wenn es mal nicht alles nach Amerika aussehen würde. Aber dafür haben die Jungs von Firaxis Games schon ordentlich Kritik eingesammelt. Leider bezweifle ich, dass sie daran was ändern werden. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Erbitten Einsatzfreigabe. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Alrighty, wir sehen hier noch nichts. Da drüben ist so eine schöne Werbetafel. Ich würde eigentlich ganz gerne mit einem Stürmer direkt hinrennen. Server, kommst du soweit? Oh ja, du kommst sogar soweit. Ich benutze mal deinen Sturm und Schuss. Eigentlich sprinte ich nicht in unbekanntes Gebiet, aber mit Sturm und Schuss kann man sich das mal erlauben. Und das klappt sogar. Da hätten wir zwei Schweber. Ah, kommt doch her, kommt doch her. Näher kommt ihr nicht. Interessant. Okay, Haider, du bist unser... Hört sich fast an wie Jörg Haider. Naja, wird ja auch bald umbenannt, sobald er befördert wird. Lumatinos, wo stelle ich dich denn hin? Wenn wir dich hier hinpacken... du hast die Truppsicht. Könnte dich auch vorsprinten lassen für einen besseren Blick, aber Truppsicht reicht doch eigentlich. Ja, ich pack dich mal hier hin. Wie sieht's aus mit deinen Gefechtsscannern? Wie weit geht die Karte hier ins Ungewisse? Hier ist die Karte zu Ende. Ich schau mal, wie weit man den Gefechtsscanner hier in die Richtung werfen kann. Naja, könnte weitergehen. Nee, reicht mir nicht. Bist zwar erst in die Richtung gerannt, aber ich würde mal sagen, wir sichern unsere Flanke mit einem Gefechtsscanner in die Richtung. Okay, da drüben ist nicht direkt was. Wo geht der nächste... Oh, kommst du bis da nach hinten? Sehr schöne Position. Na, hinter Mungros. Da kriegst du definitiv einen von den Jungs. Nächste Runde. Haider, was tue ich mit dir? Du musst ein bisschen in Sicherheit bleiben. Ansonsten geht's dir schnell an den Kragen. Da oben volle Verteidigung. Und wenn die Viecher in den Raum reinfliegen, könntest du eine Granate schmeißen. Ja, das werde ich versuchen. Ist zwar gefährlich für dich, aber mit ein bisschen Glück. Server, Server, Server. Du gehst in Feldposten und Finrak als Unterstützer. Was tue ich mit dir? Hier erst in halbe Deckung. Ja, halbe Deckung. Und da wir unseren Rekruten schützen müssen, ich will ja nicht einfach durch eine blöde Entscheidung den guten Jungen verlieren, schmeiße ich mal ein bisschen weiter nach vorne. Dann haben wir es sogar, wenn wir uns vorkämpfen, da eine Rauchgranate hin. Bam. Oh ja, durch seinen Skill haben wir jetzt riesige... Oh, Server feuert einen Reflexschuss, aber mit einer Schrotflinte, nee, zu weit entfernt. Ah, gibt's wohl. Oh, schießt nach oben. Wo kommt er runter? Ah, Mungerus, das ist deine... Ah, kommt auf die Flanke und der stibitzt sich hier nach vorne. Und Server wird niedergehalten. Drei. Oh, jetzt wird's aber voll. Na, Papa Bär, hätte ich dich doch lieber mitgenommen, dann hättest du da schöne Rakete reinsetzen können. Ah, aber da verschwinden sie ja schon wieder. Eieiei, jetzt haben wir ein paar Gegner. Naja. Lumatinos, Mungros, hier bist du. Und 62%. Nur hätte ich eigentlich mehr erwartet. Come on, triff. Sehr gut. Ein Schweber weniger. Haider. Okay. Wir haben da oben keine Feldposten. Wir könnten ein bisschen ransprinten. Ich gucke erstmal, wie weit unsere Rakete fliegen würde. Was heißt Rakete? Unsere Granate. Nicht durch. Aber wenn ich reinsprinte und in halbe Deckung gehe, schaffen wir es. Ich glaube, das probiere ich. Aber erstmal gucke ich, ob ich hier noch was anderes klären kann.
Lumatinos, kriegst du, ja, 94% auf die Entfernung auf einen Schweber. Sehr gut. Nichts mehr mit niedergehalten. Jetzt kann Server nämlich ein bisschen nach vorne sprinten. Genau, du siehst schon einen der Jungs. Und ich glaube, das tun wir. Wir gehen hier. Ist zwar nur halbe Deckung. Oder sprinte ich irgendwo? Nee, ich komme hier. Na, auf der Seite komme ich in volle Deckung. Ja, wir müssen irgendwie ran. Come on. Wir sind aggressiv heute. Sehr schwere Mission, machen wir uns noch schwerer. Und Finrak, wo gehst du hin? Ah, komm. Du bist Unterstützer, dann sollst du auch unterstützen. Ich schau mal kurz, 62% könnte man ehrlich gesagt probieren, aber vorher will ich sehen, ob unser freundlicher Rekrut von nebenan, soll ich dich hier in volle Deckung stellen oder bin ich näher dran hier ein halber? Oh, 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 oh. Das ist eine schwierige Entscheidung. Er geht halt zu fix drauf, wenn die Granate nicht landet. Okay, halbe Deckung. Gehen wir aufs Ganze. Da kommt die Granate und sie landet... Ja, Mann, die Sektoiden sind Geschichte. Jörg schmeißt... Yeah, zwei liegen. Gut, der Rest in Feldposten, nächste Runde. Na, Sektoiden? Hier zieht sich keiner zurück. Wäre noch schöner. Da hinten hin. Und er schießt daneben. Was, Finrak, du siehst ihn auf die Entfernung? Nee, 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 nee. Das wäre... Ach nee, ist ja auch Server. Was sage ich denn? Keine Chance hier, weitere Deckung zu kriegen. Heide, heide, heide. Was machen wir hier mit dir? Du könntest hier halbe Deckung... Ja, siehst den Sektoiden. 45% probiere ich. Haben wir uns da einen... Guten geholt. Rekrut Heider direkt in der Mission befördert. Nicht schlecht, gefällt mir. Na dann, Server, sprinte mal nach oben und schau mal um die Ecke. Noch nichts. Okay. Müssen wir hier drin vielleicht mal nach dem Rechten sehen? Finrak, ja, geh mal da hinten hin, unterstütze. Müssen wir ein bisschen... Platz aufholen. Lumatinos, du rennst genauso nach vorne. Bis wohin kommst du denn? Naja, dann hinter die Werbetafel. War eben für Server schon gut. Und Mungerus, haargenau das gleiche, kommt fast bis da vorne hin. Könnte überlegen, ob ich auf der anderen Seite um den Fastfood-Laden hier rumgehe, aber ich will das Squad nicht unbedingt auseinanderziehen. Da haben wir noch mehr Schweber. Oh ja, die glitschen schön durch die Wand. Server, na, zeig mal, was du kannst. Auf die Entfernung 37, 29, 49. Nicht wirklich das Beste. Heide hat keine Granaten mehr. Wollte schon wieder Raketen sagen. Naja, sollen wir uns vielleicht hier mal innen durchschlagen? Ich will ja auch nicht, dass ich mich jetzt hier zu weit vorwage. Hier ist die Wand offen. Wenn wir uns hier verstecken, ist halbe Deckung. Könnten wir eigentlich mal probieren. Finrak, bist du mutig? Ja, klar ist er mutig. Rein da, ab in die Küche, sieht niemanden. Okay, habe ich nicht erwartet. Wir müssen mal unsere Scharfschützen hinterherziehen. Mungerus, wie weit kommst du? Du kommst ganz bis da hinten hin. Wow, das ist weit. Warum nicht? Du musst sowieso nah ran. Können wir dich auch dahin ziehen? Ja, geben wir den Schwebern mal ein paar Ziele. ja, da ist was los. Finrak, du wirst wahrscheinlich auf Feldposten gehen und bis dahin, was tun wir, falls die hierher kommen? Ah, ich sprinte mal hier in volle Deckung.
So, was tue ich mit euch beiden? Wir könnten natürlich... Vielleicht sehe ich was, wenn ich hier durchgehe. Oder warten wir hier... Ach, Feldposten für unseren Rekruten. Server, ganz ehrlich, die Trefferwahrscheinlichkeiten, die reißen hier für mich nicht. Okay, 49, könnte man probieren. Probieren wir es? Okay, wenn ihr wollt. Ein Schweber weniger, hat geklappt. Na, 50% kann man schon mal ausprobieren. Finnerk geht auf Feldposten, nächste Runde. Unser Rekrut. Ah, leider daneben. Wäre auch zu viel verlangt. Und auf Mungerus. Und glücklicherweise, das Auto brennt nicht. Finnrak feuert einen Reflexschuss aus der Küche ab. Ah, fast hätt's den gelegt. Naja, Actioncam ein bisschen verspätet. Und der letzte Schweber bleibt einfach da, ohne was zu tun. Heider, ich bin ja echt Fan von dir. Mal 45%, aber wir haben da drüben noch unseren Mungerus, unseren Scharfschützen. 65, 85, yeah. Na, da muss ich nicht lange überlegen. Das war's für dich. Und Heider, sprint ich nach vorne? Ne, diese Leiche hier wird mir keine Verteidigung geben. Bringt's nicht wirklich, mich hier nach vorne zu bewegen, aber wir geben ihm mal die Chance. Okay, das ist, ich glaube, in mehreren Durchgängen dieses Spiels der beste Rekrut, den ich je mitgeschleppt habe. Krass, krass, krass. Na dann, kann sich Server auch ein bisschen vorarbeiten. Und da vorne einfach mal nachladen. Finnrak, du schaust mir hier schön an die Tür, bist da drüben zwar alleine, wirst wahrscheinlich alleine die Tür auftreten, was mir nicht so ganz gefällt, aber muss halt sein. Und Lomatinus, du machst hinten dicht. Mit Truppsicht ist es mir vollkommen egal, wie weit du von den Gegnern entfernt stehst. Das war's. Noch mehr Schweber. Naja, die haben sie aber zu Hauf. Ist hier ein Nest oder was? Oh, wenn der wüsste, wie nah er an Finnrak dran steht. Na? Scharfschützen? Keiner. Ihr seht niemanden. Na, wie stelle ich euch? Mungerus, hierhin? Halbe Verteidigung? Na gut, wenn du meinst. Du siehst sogar einen der Gegner. Naja, dann müssen wir Waffe wechseln. Und später in den Feldposten. Server, du könntest sprinten. Du könntest bis nach vorne sprinten. Und das ist halt krass gefährlich. Hätte ich hierhin sprinten lassen, okay, du hast bestimmt 100%. Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber bevor ich das tue, muss ich noch ein paar andere Sachen regeln. Erstmal, Finnrak, was tust du hier? Öffne mal ganz leise die Tür. So siehst du natürlich niemanden. Und ich will es auch echt nicht übertreiben. Lassen wir dich hier rausrennen? Halbe Verteidigung. Okay, probieren wir es. Solange die Freunde keinen Feldposten haben, 64%. Oh, den Schweber hat's nicht gelegt. Ah, gar nicht gut. Server, du siehst beide. Sturm. Renn so nah ran, wie du kannst. Da in volle Verteidigung. Und wehe, du bläst ihm nicht den Kopf weg. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. 100%. Das war's. Oh, wer bleibt noch übrig? Mungerus, du könntest von hier aus halt echt schießen. Mit was? 45%. Ich mach mir da gerade ein bisschen Sorgen um unseren Finnrak. Hier werden wir nicht durchgucken können. Wir könnten als Support reinsprinten. Hier in volle Deckung, als Rekrut, probieren wir es. Einfach näher rankommen. Für die nächste Runde. Lumatinus,
keine Chance, irgendwie weit ranzurennen. Gut, da musst du halt sprinten. Und Mungerus. Es lastet alles auf dir. Hau ihn um. Bitte, bitte, bitte. Oh, nur ein Gott. Da ist der Schweber dran. Oh. Daumen drücken. Oh, Haider ist in Panik. Hätte ihn fast umgehauen. Was tut er? Rennt rein. Steht mitten im Raum. Wow. Okay, da haben wir echt Glück gehabt. Was machen wir? Wer braucht... Ich glaube, Mungerus hat schon genug geschafft. Lumatinos, mit 94% macht das dicht hier. Okay, war nicht wirklich knapp. Wir sind hohe Risiken eingegangen, aber haben es echt gut geschafft. Haider, ich will 2 Beförderungen für dich. Gibt's sowas überhaupt? Das war ja echt der Rekrut des Jahrhunderts. Panik in Argentinien. Unkontrollierte Alien-Aktivitäten lösen eine Massenhysterie aus. Es besteht die Gefahr, dass wir dieses Land als Ratsmitglied verlieren. Oh, wow. Argentinien, müssen wir uns drum kümmern. Will ich nicht unbedingt verlieren. Da hätten wir es. Spitzname erlangt. Blitz für Server. Welchen Skill kriegst du? Blitzschnelle Reflexe. Auf jeden Fall. Und Haider wird zum Soldaten, ein neuer Stürmer. Sektoiden, Schweberleichen und Waffenfragmente. Panik macht sich in ganz Asien breit. Deutschland sinkt um 3. Okay. Dann kurzen Blick auf die Karte. Wie sieht's aus? Argentinien 5. Großbritannien, Japan sehr hoch. Argentinien. Die Sache mit Südamerika ist, es sind halt nur 2 Länder, also 2 große Gebiete, die wir mit Satelliten abdecken müssen, um dieses komplette Land zu kriegen. Wenn man Satelliten dort startet, ich würde es fast drauf anlegen, Südamerika zu verlieren als Zahler, weil 70 und 80, die sie im Monat zahlen, mit ziemlich geringen Zuwächsen an Leuten, da ist mir das hier wichtiger. Mir Europa und Expertenwissen zu holen, Großbritannien, Russland, Frankreich. Alien-Leichenteile als Souvenir mitnehmen. Das ist gegen die Vorschriften. Und Deutschland. Ja, muss ich mir überlegen. Auf jeden Fall sind da ein paar Sachen offen, die schnell entschieden werden müssen. Ich guck mal ganz kurz in der Forschungsabteilung durch. Wir haben noch 4 Tage, bis der Alien Nav Computer fertig ist. Wie sehen unsere Gebäude aus? 2 Tage bis zum Satellitenzentrum. Können wir direkt einen Satelliten hochschicken? Alles entwickelt sich ziemlich gut. Ich bin echt zufrieden. Dann würde ich an der Stelle einfach mal sagen, machen wir Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fresh Kappa ist raus. Bye, Leute.